So, erstmal die Zeit schnell zurückstellen auf 1. So, also, Autoloader ausschalten. Machen wir jetzt. Achso, die B steht da. Stellung B. Nach rechts. Das ist der Punkt. Z. Das war bei mir links jetzt. Also nochmal neu. So. Dann nehmen wir sie jetzt nach links halt. Was ist das denn für eine Scheiße? Probieren wir mal. Auf den Trigger zu entladen oder auf den Trigger zu fahren. Aber ich weiß gar nicht, wo jetzt die BGA entladen wird. Die wird hier nicht entladen. Vielleicht hier in dem Hackschnitzel-Ding? Sagen, das ist ein Hackschnitzel. Ah, da. Ich hab's gefunden. Hier an der Seite. Das sieht doch ganz gut aus. Wobei, das sieht nach Holz aus. Das ist Holzverkauf. Das ist der Beinverkauf. Gehen wir nochmal schnell weiter. Also hier ist kein Trigger. Und wenn wir jetzt hier mal ein paar Ballen runternehmen und mal gucken, wie er so annimmt. Werden hier auch gar keine Ballen angenommen. Ah, okay. Da wurden sie verkauft. Damit haben wir unsere Ballen verkauft. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal heim. Jetzt können wir nämlich mit anderen Sachen anfangen und können jetzt mit der Ernte und so weiter beginnen.
So. Fahren wir hinten rum zum Hof. Anzeige brauchen wir nicht mehr. So. Hinten die Auffahrt und dann stellen wir den da ab. So, hier haben wir auch nochmal ein riesen Grasfeld zum Abmähen. Muss ich gerade mal gucken, wie sieht's denn aus mit dem Erntereif? Da haben wir Feld 1 und 2. Machen wir das Gras aus. Na, wobei. Gucken wir das Gras oben, wie weit das ist. Also zwei könnten wir ernten. Das braucht noch. Gut. Ja, wobei, ich lasse erstmal da stehen. So. Eine Strohablade. Ja. Eine Strohablade brauchen wir dann. Okay. Also reif war's. Vielleicht ist es noch nicht nachgesund. Dann lassen wir den hier mal stehen. Und nehmen den nochmal zum Mähen. Haben wir oben nochmal das Feld mähen. Also nicht das Feld, sondern die Wiese oben. Das ist ja jetzt hier nur gerade fahren. Keine Feldwiese in dem Sinn. Sondern das ist quasi Wiesenanhang. Das
Das heißt, hier können wir nicht düngen, kalken oder sonst was machen. Hier kriegen wir auch nie den super guten Ertrag raus oder sonst was. Dafür aber jetzt hier vorne das Stück. Das ist hier vom Modder als Feld angelegt. Beziehungsweise als Wiesenfeld. Das heißt, hier kriegen wir einen richtig guten Ertrag raus. Das hatte ich vorhin auch mal gedüngt. Das Feld. Hier wollen wir dann einen Teil einsammeln für Frischgras und dann den anderen Teil werden wir hingehen und werden dann Heu draus machen. Und im nächsten Zug, wenn es reif ist, dann würde ich hier hingehen und würde dann komplett Silage draus machen. Das dann verkaufen und mir dann Kühe holen. Das klingt doch mal nach einem Plan. Stellen müssen wir gucken, müssen wir nochmal dann so nachmähen. Da sind die Butterfly-Schneidwerke doch besser. Aber die werden kommen, keine Sorge. Hier wollen wir uns die Mittelklasse-Traktoren. Die werden wir uns hier gut ausbauen. So, ich bin mal auf Patch 1.3 gespannt, ob das dann mit dem Lenkrad wieder richtig funktioniert. Dass wir dann endlich wieder das Lenkrad richtig benutzen können. Oder ob es da weiterhin Probleme gibt.
So, hier sind wir gleich durch. Dann, wenn wir die mit den drei Feldern fertig sind, dann werden wir hier die Wiese werden wir dann mal berubbern und das alles machen. So. Ich gehe gerade mal schnell ins Telefon, gleich wieder da. So, da bin ich wieder. So, ich musste gerade mal schnell ans Handy gehen. Aber leider muss ich auch die Aufnahme beenden. Weil, ja. Ich muss jetzt mal schnell noch was erledigen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da findet ihr noch ganz viele LS-Videos und ja, das Video von der Live-Aufnahme werdet ihr auch sehen. Das wird dann hochgeladen, hat dann quasi eine eigene Playlist und ja, da werden wir dann, wenn wir auf der Karte sind, werden wir da, das wird eine Live-Karte sein, wenn wir dann in der Regel auf Twitch zocken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann wie gesagt, lasst mir doch auf YouTube ein Like da, schreibt mir einen Kommentar und über ein Follow über YouTube würde ich mich auch sehr freuen. Oder hier, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht das hier auf Twitch, folgt mir, dann werdet ihr informiert, wenn ich wieder online bin und verpasst da quasi kein Video oder kein Livestream. Ich würde mich freuen, weil wie gesagt, das läuft hier rein als Hobby. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss. Euer Pelle.